Hallo und herzlich willkommen zu Bonjwa. Heute ist ein World of Warcraft-Marathon bis 20 Uhr geplant. Und zwar spielen wir den neuen Eldar Races gemeinsam mit dem guten Simon. So, eigentlich müsste man euch jetzt schon wieder... Hallo? Hallo, hallo? Ich hoffe mal, man hört euch schon wieder. So, wir spielen Nightborn. Oh, ich... Also ein bisschen Bewegung tut gut, liebe Freunde. Oh, ja. Für was ist dieses Event hier eigentlich? Wir spielen die neuen Völker, die Allied Races, die Nachtgeborenen, Nightborn. Das sind, ich kann das mal zeigen, die neuen Rassen, / Völker der Horde. Es gibt auch noch neue der Allianz. Und ja, Entschuldigung fürs Knacken. Hier, der sieht so aus. So, müssen wir wieder hier Wizard den. Ah, ist doch gar nicht online wieder. Na gut. Ja, wir haben halt die neuen Völker. Das ist hier mein nachtgeborener Kerak. Der ist nicht mit Karek verwandt. Und ja, ich gucke kurz, ob die beiden wieder, ob ich die nicht verstehe. Ich mache hier ins Badezimmer rein. Wieder zurück. So, vielleicht hört sie mich ja jetzt. Wenn nicht, dann warten wir. Vielleicht ist er gerade noch AFK. So. Ich habe eine neue Fähigkeit. So, was soll ich nehmen? Contagion, Absolute Corruption oder Empowered Life Tap? Ich würde sagen, ich nehme Corruption is not permanent. Ich glaube, das ist eigentlich. Ich glaube. Zwei, ne? Zum Leveln ist, glaube ich, Absolute Corruption gut, oder? Okay, ich nehme Absolute Corruption. So. Wie gesagt, das ist mein Nachtgeborener. Und zwar ist das der Kerak. Der sieht halt ein bisschen aus wie so ein Süchtiger, aber es sind ja auch logischerweise die Nachtgeborenen. Und zwar die ganz, sieht ein bisschen aus wie ein bisschen wahnsinnig aus, aber ziemlich geil hier mit diesen Tattoos, die irgendwie eingebrannt sind und hat ein bisschen was vom Joker. Und die Stimme von denen sind auch sehr cool. Ja, mal kurz den lauter machen. Savages. So, Achtung, die Stimmen sind halt sehr cool von denen. Why does everyone keep asking me to say that? Fine. An illusion? What are you hiding? To be honest, most of the time something was quite right. An illusion, what are you hiding? Kennt ihr das noch? Ja, ne? So, Sound wieder leiser. Schon wieder Simon ist gerade noch AFK. Warten wir mal eben. Ich guck mal kurz auf seinen Stream. Was soll der Geiz? Kurz Pause. Okay, wahrscheinlich wird er gerade auf Klo sein. Das bin ich. Das brauchen wir nicht gucken. So, zack, zack. Okay. Ich glaube, ich habe eine Tür gehört. Hallo? Hallo. Hä? Ja? So, hallo. Sorry, es hat ein bisschen länger gedauert, weil ein guter Freund ist gerade zu Besuch und der hat veganen Kuchen mitgebracht. Und den hast du dir komplett und reingeballert? Nee, da haben wir kurz ein Stück Kuchen gegessen und ja, wir haben ein paar coole, gibt es ein paar coole Sachen dieses Jahr, die passieren werden, weil wir haben sehr coole Sachen erfahren bezüglich Streams und so weiter und so fort. Und deswegen freue ich mich gerade sehr. Also es sind ein paar sehr coole Infos gerade reingeschneit. Deswegen war ich gerade kurz länger weg. Sorry fürs Warten. Kriegst auch einen /Kiss. Gott sei Dank. So. Ich entbeite dich mal. Weiter geht's. So. Guck mal, das ist der Ali. Xavier. Okay. Wir müssen die
runterkloppen. Soll ich die irgendwie dotten und dann fängst du die ein oder was? Oder wie machen wir das am besten? Ja, ich fange sie ein. Pokémon. Ach Jens, ich hab gerade erzählt, dass ich mit dir gerade livestream und ich habe richtig Spaß, habe ich erzählt. Alles natürlich eine Lüge. Natürlich wollte ich gerade sagen. Ich hab's erzählt. Das ist nett von dir. Ich finde dich auch ganz okay. Oh, guck mal, wie die mitgenommen werden. Geil. Hast du auch auf den Spiegel gedrückt? Ja, weil du mir zu langsam warst. Nee, wirklich? Hast du auch auf den Spiegel gedrückt? Ja. Ja, mach das auch jetzt nochmal, weil wir haben direkt zwei angerechnet bekommen dadurch. Geil, okay. Klick, 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 spam, 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 spam. Okay. Ja, toll. Direkt zwei. Nice. Voll abused. Geil. Bug abused. Oh, Gott sei Dank schon keiner vom Blizzard. Klick, 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 klick. Nice. Nice, wieder zwei. Ach Jens, manchmal möchte ich deine Augen einfach nur küssen. Okay. Hilfe. S. O. S. Bun incoming. Bitte nicht schon wieder. Mein ganz alter Charakter, mit dem ich auch damals Nax und so geklärt habe. Ja, Classic Nax. Cool. 11.000 XP. Das sind ja. Boah, 12.000 habe ich bekommen. Wieso kriegst du denn 12.000? Habe ich irgendwie ein Item nicht an? Ach, ich hatte meinen Helm ausgezogen. Oh mein Gott, bist du ein Seemannsdämon? Nee, nur gerade. Warte, also, sonst? Ich mache jetzt meinen Helm. Mag ich jetzt zu der Augenklappe, die ich eben bekommen habe? Da ist sie. Die braune Augenklappe. Seemannsdämon. Die ist nicht so auffällig. Seemannsdämon, finde ich auch gut. So, wo müssen wir denn jetzt? Wir müssen noch hier auf die andere Seite. Wir müssen den Captain Eisheart töten und 12 Stormpike-Soldaten auch noch. So, jetzt bin ich der Monk mit der Augenklappe. Geil. Was sagst du jetzt? Arr, sag ich da. Oh Gott, Gesundheit. Entschuldigung. Hab einen kleinen Nieser gemacht. Einen kleinen. Auf welchem Level seid ihr ungespielt? Und Jens, wir sind... 30. Level 30. Das ist ungefähr die Hälfte zu 60. Ungefähr. So, melden wir uns mal an. Zack. Oh, krass. Ein Captain Eisheart slain und 12 Stormpike-Soldier, schreibt einer im Chat, yo, eben 13-fachen Mord, ganz kurz. Ja, ist wirklich so. Das ist echt traurig, aber wahr. Ja, ist wirklich traurig. Unsere Gesellschaft ist abgestumpft. Wir töten Zwerge, keiner sagt was. Ja, weißt du, wir machen die Zwerge haben Familien und Kinder zu Hause. Glaubt ihr nicht, dass die Kinder oder Familie haben? Glaubt ihr nicht, die haben eine Mutter? Schau dir den Zwerg an. Das Gesicht kann nur eine Mutter lieben. Und er liegt tot, Alter. Das Gesicht kann nur eine Mutter lieben. Ah, stimmt, du hast aber recht. Weißt du, was ich mit dem mache? Ich nehme mir seine Seele, ich presse sie in kleine Steine und esse diese Steine. Das mache ich mit ihm. Das mache ich mit ihm. Das geht mir zu weit. Und diesen Stein schenke ich dann der Mutter und mache daraus ein schönes Gulasch. Und dann isst die Mutter mit mir ihren eigenen Sohn. True Story. Und du hast oh Gott. Du bist sowas von tot. Du bist so. Ja, scheiße. Ich hab mich ein bisschen übernommen. Ich hab mich kaum gesehen. Ich hab gedacht, ich bin überkrank. Du hast gedacht, du bist ich. Aber ich bin nur mittelmäßig krank. Ich sterb hier auch gerade. Du musst mal ApoRed ins Streaminghaus eingeladen. Ich bin gerade auch gestorben. Also ApoRed ist herzlich eingeladen. Der ist herzlich eingeladen. Bist du auch gestorben? Ja. Oh mein Gott. So, jetzt ist ApoRed auf jeden Fall eingeladen und du bist ausgeladen. Krass. Die sind echt stärker geworden, die Mobs. Ja. Du bist schwächer geworden. Ich bin schwächer geworden, ja. Mental. Ja, das ist aber immer so. Ist immer so, wenn ich stream. Was spielst du als Main? Noch nix. Kerak soll Destro spielen. 100 mal besser beim Leveln. Ich will aber kein Destro spielen. Kerak will uns einfach nur aufhalten. Guck mal, der macht die ganze Zeit nur 18% des Damages aus der Gruppe und ich mach 80%. Was soll ich dazu sagen, Leute? Das ist halt Kerak. Er hält einfach nur auf, er belastet. Boah. Er beschwert. Boah. Wow. Weißt du, ich erinnere dich dran, ab Level irgendwie, keine Ahnung, 60 oder 70, wenn ich dann sage, guck mal hier, was ist denn der Damage hin? Ja, ich bin live. Warum wolltest du gerade wissen, was über deinen Penis erzählen? Kannst trotzdem machen. Ja, okay. Aber darfst du nur nicht zeigen. Band. Ich benutze auch nie die Pets. Ja, ich weiß. Mann, Pets, Schmerz, ey. Das ist... Zack.
So, ich nehme jetzt ein Pad und dann wird alles besser. Der Chat muss ich mich nicht mehr flamen. Ey, und jetzt ich bin, glaube ich, echt seit mehreren Jahren nicht mehr beim Leveln gestorben. Oh mein Gott, jetzt habe ich aber richtig rasiert. Oh, ich habe hier den Boss Void. Übrigens. Guck mal, so ist das alles. Warum spiele ich nicht die ganze Zeit mit dem Void? Das ist einfach 100-mal leichter. Ich bin auch irgendwie. Ich vergesse das halt immer, diese Pets rauszuholen. So, guck mal. So, easy. Neue Quest. Klicken, um zu beenden. Okay. Müssen wir noch mehr töten? Was müssen wir jetzt noch alles töten? Ja, da hinten auf der Seite. Aber es passt uns sehr gut. Weil da hinten müssen wir eh nochmal hin, weil da unten ist noch die anderen beiden Quests, ja, die wir noch nicht haben. Ja, die Stack Wishes und. Okay. Machen wir jetzt alles auf einmal. Oh, hier ist eine Quest von der Banshee, die läuft neben mir. Müssen wir auch noch die Leute vergiften. Was ist denn hier? Was ist denn? Was vergiftet die, tötet die. Ich bin Jens, ich spiele eine Pet-Klasse und benutze die Pets nicht. Ja, sehr gut. Tut mir leid. Ihr habt ja recht. Ihr habt auch mal recht. Seid ihr auf Blackrock oder auf Blackmoor? Wir sind gerade auf gar keinem Marine, weil wir sind auf den PvE-Server gegangen, damit wir in Ruhe leveln können, ohne dass wir gesniped werden. Wir sind gerade auf die Aldor gegangen. Wir wollen nämlich ein bisschen RP spielen. In Goldheim später. Ach Leute, diese Typen, die hier trainieren, denen gibt man Gift zu trinken. Mhm. Das finde ich auch nett. Offer Water, hier bitteschön. Ah, Water, I feel like I could drink a lake. Eigentlich ist es mega gemein, aber naja. Du bist auch so ein hässlicher Mensch gerade. Ja, ach stimmt. Ja. Manchmal ist man eben der Hund und manchmal ist man der Baum. Und die sind auf jeden Fall heute der Baum. So, ich zähle mir den Sergeant Magnus. Okay, infiltraten, sollen wir ein paar andere noch vergiften. Oben sind noch welche, die wir vergiften können. Bist du eigentlich? Ich bin neben dir. Nee, das ist jemand anders. Ach doch, das bist du. Ja, bist du es? Ja, bist ja du. Wir, ach so, wir heißen beide. Ja, yeah, wir heißen beide. Ja, wir heißen Agent so und so viel, ja. Guck mal jetzt. Oh, lecker, was zu essen, nur tot. Wir haben uns gerade gegenseitig getäuscht. So ja. Was ist eigentlich die Quest? Das ist halt voll Metatäuschung. So, Quest beenden. Was müssen wir jetzt noch töten? Hast du den zweiten Punkt verteilt eigentlich? Ja, klar. Sicher. So, wir müssen noch mehr töten. Wir müssen jetzt einmal die Ingenieure töten. Oh Mann, ey. Langsam habe ich echt ein schlechtes Gewissen. Aber ganz langsam. Ab wann kommt Zulgurub Remasters? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die sowas remastern werden. Soll ich Chi-Torpedo nehmen oder soll ich Schnelligkeit nehmen als Skill? Dreimal rollen? Soll ich Chi-Torpedo? Gute Frage, ich habe immer Chi-Torpedo genommen. Ist halt, wir sagen ja egal, also. Midnight Player, warum antwortet er nicht? Was meinst du denn, ob ich Bekirs. Ob ich Bekirs, Tong für 100k gut finde? Nee. Okay, Chi-Torpedo. Tigerrausch. Tigerrausch finde ich nicht so gut. Was ist denn Tigerrausch nochmal? Schneller rennen nach Rollen, das, ne? Das kannst du einen Buff geben, 70% ja, Bewegungsgeschwindigkeit. Ja. Das hält aber nur 6 Sekunden. Mach den Chi-Torpedo, ist nix. Okay, dann mach. Ich würd den Speedbuff nehmen nach Rollen, wenn ich ehrlich bin. Der Chi-Torpedo ist ein Speedbuff. Nach einem Charge und 30% mehr Schnelligkeit. Ja, dann mach das doch. Chi-Torpedo, Leute. Ja. Ja, ich nehme Chi-Torpedo. Sind jetzt auch nicht im Endgame gerade. Zum Level ist das okay. Level up. GZ. Ist auch schon 31, ja. So, wie viel müssen wir noch töten? Guck mich mal an. Guck mich mal an. Dann siehst du, was ich für ein gefährlicher Pirat bin. Geil. Guck mal, ich bin auch für der gefährliche, keine Ahnung was, Hexer. Okay. Wie findest du meine Augenklappe? Ja, warte. Wie findest du meine Augenklappe? Wie finde oder soll ich sie küssen? Guck.
So finde ich sie. Wie findest du sie, ja? Wie finde ich sehr, 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 sehr toll. Ich bin neidisch. Dann finde ich dein Mundtuch auch sehr, sehr toll. Deswegen dann. Findest du meine Augenklappe doof? Dann finde ich deinen Mundtuch auch doof. Nee, ich mein Schild. Ziehst du durch Level 60? Ja, wir ziehen durch, klar. Wir müssen hier runter. Junge, lach nicht. Nein, ich lache doch nicht. Ich lächel freundlich. Wir müssen hier runter und irgendwie noch Viecher töten. Und ja. Fahren safen. Ist das hier ein Fahren? Nee, das ist ein Deer. Ich finde, die Spinne passt zu den Nightborn irgendwie. Deswegen habe ich die ist richtig cool. Ah, guck mal, wir müssen hier die Filfans. Ah, guck mal. Okay, I see. Wir müssen hier diese Fawn direkt rennen. Müssen wir retten. Und die müssen wir töten. Mega verwirrend. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wir müssen so, was ich die Rehkitze müssen wir retten mit diesen komischen Dusking Dawn Wand und die großen Hirsche müssen wir töten für Fleisch. Also wir retten quasi die Kinder und töten die Eltern. Ah, okay. Oh, der dicke Edi ist da, Vorsicht. Ja, yeah, ich pass schon auf. Zack. Junge, fragt dein Mate mal, warum er sich für Echtgeld ein Mount gekauft hat. Welches Echtgeld? Das ist nicht das Mount, was man für Echtgeld kauft, sondern das ist das Mount, was du als Nightborn bekommst. Wenn du diese Rasse hier... Also das ist das. Ist das das für Echtgeld? Nee, das habe ich bestimmt bekommen gerade. Hast du geschenkt bekommen? Ja, das bekommt man ja. Doch, wenn man Nightborn aussucht. Genau, das ist das Nightborn-Mount, ja. Aber selbst wenn der es gekauft hätte, wo ist das Problem? Ich habe mir auch schon Mounts im Shop gekauft, zum Beispiel die Fledermaus, finde ich mega geil, die habe ich aus dem Shop. Hier ist einer meiner Lieblings-Mounts. Warte mal. Ich habe mir noch nie was gekauft. Gepanzerte Blutschwinge, hier, die finde ich so nice, weil früher die Trolle in Warcraft 3, ja, die Trolljäger sind auf so Fledermäusen geritten. Guck, und deswegen fand ich diese Fledermaus so geil für meinen Troll-Blutdicker damals, dann habe ich mir die geholt. Stimmt. Weil es gibt auch nur ein einziges Fledermaus-Reitmount im Spiel, deswegen fand ich die nice. Finde ich auch. Also ist doch nicht schlecht, oder? Nee, die hab ich auch, das Mount, aber das habe ich geschenkt bekommen. Ah, du kriegst alles geschenkt, ne? Ja, Entschuldigung. Ich mal wieder klar. Irgendwas wollte ich jetzt gerade anders fragen. Genau, glaubst du, Warcraft 4 kommt irgendwann? Nee, glaube ich nicht. Weil das Echtzeitstrategie-Genre sieht man ja an StarCraft, es gibt noch eine Fanbase, aber es ist nicht so Mainstream, dass es sich lohnt, dafür ein Spiel zu programmieren. Momentan habe ich das Gefühl, eher so MOBA und Shooter, vielleicht noch so ein Handy-Game von Blizzard, könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas kommt. Ja, gibt es ja eigentlich schon, ne? Und zwar die quasi App? Ja, die App halt, ne? Also... Hast du kein richtiges Spiel? Ich glaube, Blizzard haut noch ein richtiges Handyspiel raus. Sowas wie Clash of Clans mit einer Blizzard-IP. Boah, dann würden die halt so noch mehr halt Geld verdienen, ey. Also irgendwas, wo man halt. Ist halt das, was, ja, irgendwas, wo man sich halt Sachen kaufen kann. Ja, doch, kann. Es gibt ein richtiges Spiel. Es gibt ein richtiges Spiel von Blizzard. Und zwar Hearthstone gibt es auf dem Handy auch. Ja, stimmt. Du hast recht. Ja. Haben wir einen richtigen Heal? Ich guck mal. Das wird der Tank gleich erfahren. Disziplin! Wow! Wir haben einen richtigen Heal. Ja, sehr gut. Und er pullt auch richtig viel. Der pullt auch richtig viel. Nice. Ist ein Blackrock, ist der Priester auch von Blackrock? Nee, ist alle von verschieden. Okay, aber das heißt nichts. Nice, ein Trigger, der mal endlich pullt. Nice. Und der den sogar Schock. Lobe ich mir. Ja. Ist auch Nightborn, weil selbstverständlich, dass er gut spielt. Nightborn, so Nightborn, ein sexy Nightborn Girl. Ich muss mir die angucken. Oh. Oh. Guck mal, er pullt einfach echt straight durch, so. So muss das sein. Ah, oh, ist wieder geheilt, der Hundesohn. Was? Da ist ein Mob im Wasser. Ach so, der. Und der, dadurch, dass jemand entkommen ist. Er hat sich wieder Also jemand ist... Ich wollte gedacht, du meinst den Priester. Okay. Wieso fängst du um 11 im Livestream an, wo noch alle in der Schule und auf der Arbeit sind? Ich habe um 10 angefangen, by the way. Aber Gesundheit.
Warum wir so angefangen haben, weil ihr habt jetzt nur die paar Startlevel verpasst, ist doch nicht schlimm, weil ihr könnt noch einiges hier sehen. Wir ziehen nämlich durch. Wir gehen bis Level 60 heute. Easy. Wenn wir heute Level 60 schaffen, dann können wir uns stolz fühlen. So. Jens, bleibst du bis Level 60 wach? Ich zieh's auch durch. Ja, ich bin... Komm, Level 60 heute Ansage, Level 60 heute Ansage. Ja, ich bin noch eh wach, hallo? Ich werde nicht das Problem sein. Mit deiner passiv-aggressiven Art kannst du schon mal aufhören, ne? Kannst du schon mal. An mir wird's nicht scheitern. Schnitt, ich schlaf ein. Wir hatten trotzdem seit heute Morgen um 10 Uhr 2000 Zuschauer. Und zwar beide Kanäle, also... Es war kein Problem, dass wir so früh angefangen haben. Bonjour war im Blizzard Launcher, im Battle.net Launcher heute Morgen. Ja, da hat mich noch der Marc freundlicherweise reingepackt, weil wir das spielen so, ja. Ihr wisst schon. Ne? Aber mega, mega geil auf jeden Fall. Und ja, es waren heute Morgen auch schon sehr, sehr viele Leute da. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass viele von den Bonjour Community-Leuten, die schauen halt meistens immer dann unterwegs oder gucken, hören so als Podcast nebenbei und so. Wir haben ja auch ganz viele auch geschrieben, bin gerade auf Binnerin in der Uni oder sowas. Finde ich und, cool. Und gucke gerade den Stream. Ich dachte mir so, okay, alles klar. Finde ich sehr cool. Schön, dass ihr alle da seid. Finde ich sehr nett. Ja. Ja, ich spiele bis 20 Uhr und dann spielt Matteo, aber ich werde dann kurz nach Hause fahren, Rechner einpacken und dann wohl zum Simon fahren. Dann spielen wir die Star weiter. Also ich werde es auf jeden Fall heute weiterspielen. Ich schwänze nur wegen dem Stream Schule. Spaß, okay. Ich hasse WoW. Guter Kommentar im Chat. So. Was sagst du? Also Warcraft 4 gäbe es auf jeden Fall eine Fanbase, die jetzt auch richtig suchten würde. Aber ja, also Warcraft 4 wird halt immer den E-Sport RTS nochmal richtig revolutionieren. Also wenn es halt cool ist so. Wenn es halt nicht so pleppig ist. Stell dir mal vor, Warcraft 4 löst League of Legends ab oder sowas. Das wäre schon krank. Ja, stell dir mal vor, Warcraft 4 würde einen MOBA, also okay, MOBA ist ja Quatsch, aber es würde auf jeden Fall, StarCraft hat ja auch nochmal funktioniert, nachdem es Free-to-Play wurde, aber auch nur für ein paar Monate. Ja, aber das MOBA von Blizzard funktioniert ja echt nicht so gut, ne? Das Heroes of Storm funktioniert ja, also verhältnismäßig zu jetzt League of Legends ist es ja nicht so stark. Ja. Aber es gibt trotzdem viele, die das spielen. Also ich habe ein paar Freunde, die spielen den ganzen Tag Heroes of the Storm. Ja, ich spiele es also auch ab und zu. Also es gibt viele, die suchen das übel gerne. Ich kann auch, ich habe es auch ab und zu mal gespielt. Ist halt ein eher eben mal schnell gechillt eine Runde spielen so und sich aufregen, weil man nicht gewinnt. Ja. Aber ich bin gar kein MOBA-Spieler. Also ich mag weder LOL noch Heroes of the Storm. Also ich bin einfach kein MOBA-Fan, aber dafür bin ich ein extremer MMO-Fan. Also ich habe so gut wie jedes MMO, was so rauskommt, ist die letzte Zeit, was Rang und Namen hat, habe ich wirklich gespielt, auch Max-Level und so. Also letztens habe ich ESO, also Elder Scrolls Online, auf Level 50 gespielt und so. Und das war wirklich auch ein richtig geiles Spiel. Dann, als Black Desert rauskam, habe ich das übelst gesucht, hat auch übelst Spaß gemacht. War das gut? Aber das habe ich nie gespielt. Black Desert hat wirklich richtig Spaß gemacht, also wirklich, es war ein richtig geiles Spiel. Also Black Desert... Da hat, also hat wirklich richtig Spaß gemacht. Auch so viel mit Wirtschaft und so. Also, so, ja, hat Bock gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von allen MMOs, die ich je gespielt habe, kickt mich keins so wie WoW. Es ist einfach so. Und das Spiel ist einfach schon so alt, aber es ist immer auch so gut. Also, ja, weil du halt immer was machen kannst, ne? Du bist halt, ja. Ja, es ist einfach so, es ist irgendwo meine Kindheit so. Mhm. Es ist irgendwie so meine Jugend. Und. Es ist einfach immer noch ein Spiel, was ich einfach wirklich abnormal liebe. Da war doch jetzt irgendwie was von wegen irgendwie irgendwas Neues auf Warcraft, wie hieß das? StarCraft Online? Habe ich irgendwas gelesen von einem neuen Franchise in MMO, WoW, irgendwas für Blizzard? Ich weiß es gerade auch nicht. Habe ich nicht gesehen. Da habe ich doch irgendwas gelesen, Mensch. Mensch. Ja, aber also für mich kommt halt lange Sicht gesehen, es gibt immer mal wieder MMOs, die eine Zeit lang mir richtig Bock machen und es gibt auch auf jeden Fall, ich will auch nicht sagen, dass andere MMOs irgendwie schlechter sind oder so, jeder hat seinen eigenen Geschmack, ganz wichtig, dass man nicht sagt, dass jetzt nicht, meine Meinung ist jetzt nicht der ne, das Nonplusultra aller Dinge, genau, es gibt auch viele Leute, die sagen, WoW finde ich übel kacke und das ist auch völlig okay, es gibt Leute, die schreiben, spiel doch mal Star Wars. Star Wars Old Republic so. fand ich sehr geil, ehrlich gesagt. Habe ich auch übrigens gespielt, als rauskam und ich fand es auch cool, aber Endgame war halt nicht vorhanden. Nee, so. Aber ich habe es halt auch nur jetzt nochmal gespielt, für genau. Einmal komplett die Storyline. Ja. Ja,
mega, mega Spaß gemacht. Geiles Spiel. Und genau so, ich liebe halt MMOs einfach von der Art und Weise. Also dieses Rollenspielmäßige mit einer offenen Welt, wo du viele andere richtige Menschen triffst. Das ist einfach so, ich liebe das, wirklich. Ich bin durch WoW einfach dadurch auch so ein bisschen da in diese Szene so reingeprägt worden. Ne? Also MMOs. Toll, also ist WoW schuld, dass du angefangen hast mit YouTube-Videos? Danke, Blizzard. Naja, ich habe ja WoW, habe ich ja keine Videos zu gemacht. MMOs spiele ich eigentlich immer nur privat, weil MMOs, du kannst streamen, ja, aber MMOs, finde ich, ist immer eine schwierige Sache zu, für Videos. YouTube-Content, ja, wenn du jetzt nicht gerade so Sachen so machen warst, 10 Dinge in WoW oder sowas wie Tipps und Tricks oder First, Guides. Ja, oder so. Genau, aber oder so, halt dir genau First Kills genau. Und so, die funktionieren ja auch immer sehr aber gut. Aber Let's Play von einem MMO ist immer schwierig, weil in einem MMO funktioniert er dadurch, du steckst viel Zeit in das Spiel und kriegst dadurch auch sozusagen wirst besser. Aber in einem Let's Play, was halt, sagen wir, 15 Minuten lang ist, ja, es ist, 15 Minuten ist für WoW nichts. Und das ist das Problem. Deswegen finde ich, ist WoW in Videos zu verpacken immer ein bisschen schwierig. Also als normales Let's Play. Ja. Und auch für Streams muss halt ein bisschen Zeit mitbringen als Zuschauer. Also es ist kein Spiel, wo man sagt, yo, wir spielen jetzt mal eine Runde Mario Kart. Sondern es ist halt wirklich was, wo man halt als Zuschauer auch ein bisschen Zeit mitbringt. Also das ist halt natürlich, das ist wieder ein Vorteil, wenn du mal wieder mit anderen Spielen vergleichst. Also jetzt, ich vergleiche es einfach mit MMOs und nicht mit WoW, dass du bei einem MMO halt die ganze Zeit Content für dich selbst halt hast. Und wenn du halt auch noch Spaß dran hast, das ist das Beste. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie ein Spiel spielst, wo du dann einfach zwischenzeitlich einfach nichts zu tun hast oder einfach warten musst oder einfach die Story vorbei ist und denkst dir, okay, aber halt bei WoW kannst du einfach immer mal wieder reinschauen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Und ja, also es ist einfach mein persönliches All-Time-Favorite. Ich werde das Spiel auch so lange spielen, bis es existiert. Also ich werde es auch nicht aufhören. Ich hatte schon mal aufgehört mit dem Spiel nach Burning Crusade. Also da habe ich aber, weil ich da noch in der Schule war und hatte, ich habe sehr hart reingesucht. Ich war damals irgendwie in der Top 2 Raid Guild auf unserem Server und habe dadurch und noch nebenbei habe ich noch extrem viel Arena gespielt, auch auf einem 2200er Rating. Damals in Burning Crusade war es schon ziemlich hoch so. Also 2250 habe ich gespielt, da hat man die Schultern bekommen, damals. Und wenn du halt damals aktiv geraidet hast plus aktiv Arena gespielt hast, dann hast du eigentlich kein Leben mehr gehabt. Und ich lach gerade und zeige auf mich, weil ich ja damals auch viermal Gladiator gemacht habe und die ganzen Raids clear gemacht habe, außer Sunwell. Ja, und dann ist halt wirklich, du hast so ein bisschen dein Leben, ne? So, und ich habe dadurch in der Schule so ein bisschen abgekackt, deswegen habe ich dann eine Pause gemacht von WoW und habe Wrath of the Lich King habe ich nicht gespielt und genauso auch Cutter habe ich nicht gespielt. Die beiden Addons habe ich ausgelassen, weil ich dann erstmal meine Schule fertig gemacht habe und meine Ausbildung. Und dann habe ich wieder angefangen. Und jetzt im Nachhinein war es auf jeden Fall eine kluge Entscheidung, auch dann sozusagen natürlich erstmal so ein bisschen sein Shit, get your shit together, so nach dem Motto, weißt du? Ist ja auch vernünftig. Aber, es muss ja auch dann ein Vorbild sein und sagen, lernt was vernünftig, ne? Genau. Spielt nicht nur. Froh, das ist, also, ja, das war bei mir dasselbe. Spielt halt dann, wenn ihr wirklich die Zeit habt und ne, nicht, wenn ihr wirklich nebenbei noch so viel machen müsst. Aber wenn man halt Langeweile hat, ist ein MMO das Geilste, was du machen kannst. Also es gibt, glaube ich, wenig, was so krass die Langeweile killt, wie ein MMO, finde ich. Weil du da wirklich ohne Ende spielen kannst. Ja, das Problem ist halt, teilweise kann es auch sehr frustrierend sein, was wieder ein negativer Aspekt ist. Aber im Grunde gebe ich dir davon ganz recht. Ja. Auf jeden Fall, ich habe eine ganz besondere Beziehung zu WoW, du ja auch. Und keine Ahnung, es ist einfach. Ich finde, das Spiel gehört einfach. Ja, so ein bisschen dazu, irgendwie. Es gehört zu mir, wie meinst du? Und ich bin so hyped auf Battle for Azeroth, du glaubst es nicht. Ja, warum? Also, ich bin so hyped, ja, aber das weil ist ich mich einfach so auf das neue Addon freue. Oh mein Gott, ich werde dieses Jahr, wenn es rauskommt, ich werde mich einschließen 2 Wochen und werde nur noch suchen. Ja, aber die Frage ist, warum? Also, warum bist du da so hyped drauf? Ich meine, ich freue mich auch drauf, so, aber es ist nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das ist halt das Beste, was mir jemals passiert ist. So. Ich freue mich, warum ich gehyped bin. Ich bin gehyped, weil, wenn ein neues WoW-Addon anfängt, ist es so. Es hat immer, finde ich, es ist immer so ein bisschen dieses Feeling, das Spiel fängt gerade für alle neu an und das ist so geil. Oh, ich liebe das einfach. Ich liebe das so. Also warum ich mich denn so auf Classic freue? Ja, einfach weil es halt fucking schwer ist und einfach weil so ein bisschen, keine Ahnung, 40 Mann zu organisieren halt immer sehr, sehr schwierig gewesen ist. Und ich weiß nicht, eigentlich werden es wahrscheinlich alle hassen, aber
ich glaube, der Schwierigkeitsgrad ist halt das, was Spiele für mich so attraktiv macht. Und ich glaube einfach, dieser Flair, oh Gott, jetzt hat er meinen Cast unterbrochen, die Sau. Das Problem ist einfach, dass einfach dieses Feeling, glaube ich, nie wiederkommt und ich will es einfach noch nicht wahrhaben. Oh. Ja, ich weiß, was du meinst. Damals das Feeling, wo du noch in Brachland geangelt hast und Deviantfische und du warst einfach nur, hast einfach nur gefreut, dass du im Spiel geangelt hast. Ja, yeah, ja. Yeah. Also das, kennst du das so, dieses, dass du wirklich so damals so banale Dinge im Spiel gemacht hast, du hast einfach nur alles gefeiert. Ey, ich habe Erinnerungen, als hätte ich irgendwie Urlaube gemacht an das Spiel. Also so was weiß ich, irgendein Urlaub und so, yeah, yeah, genau. Wie andere Leute an ihren Urlaub denken und so sagen, oh, weißt du noch da, als wir in der Schweiz waren oder weißt du noch da, als wir in Mallorca waren oder so, so denke ich manchmal an Situationen in WoW, so, boah. Bei mir sind das halt, bei mir sind es halt die First Kills. Das ist halt bei mir so diese Erinnerung an, keine Ahnung, das ist halt so abgedreht. Aber ich meine, echt, also ich glaube, WoW hat einige schöne Kindheitserinnerungen von mir verdrängt. Das glaube ich wirklich so. Zitun war, oh, zum Beispiel, als wir das erste Mal die Twins getötet haben in Klassik, in Akku, das war einfach, ich glaube, ich habe geweint. Es gibt ein Video, das habe ich schon 8-mal gezeigt, da haben wir, glaube ich, den German First Kill Kazakh gemacht. Also damals Kazakh Klassik. Mit den ganz, ja, ganz, 2005 war das. Überleg mal, das ist halt 13 Jahre her. Und da haben wir halt den World Boss gemacht mit 40 Leuten. Das war halt so krass einfach. Und ich weiß auch nicht. Das sind einfach so Erinnerungen, die halt damals gab, die irgendwie nicht mehr mit dem aufzuwiegen sind, was man mir heute erwartet. Ich meine, die ganzen Boss-Mechaniken, ja, sind mittlerweile einfach so geil und so komplex. Aber man hat sich halt irgendwie so derart daran gewöhnt, dass man eigentlich alles von früher irgendwie adaptieren kann. Und deswegen sind dann einfach so diese positiven Feelings am Anfang da beim neuen Addon. Aber irgendwann ist er dann so, ja, okay, warten wir mal ab, ne? Und manchmal, irgendwann ist es dann auch vorbei, ja. Ja, ich bin auf jeden Fall richtig im Hype, weil ich hatte, als Legion rauskam, hatte ich wieder eine richtig schöne Zeit. Also, als Legion rauskam, ich habe so reingesuchtet mit meinen Freunden, ich habe einfach nur reingesuchtet und das war so, ich hatte zu der Zeit so eine YouTube-Down-Phase, wo es mir einfach nicht so gut ging, weil familiär auch ein bisschen was passiert ist und hatte so eine kleine YouTube-Auszeit mir genommen. Mhm. Und dann kam halt Legion noch raus und ich dachte so, okay, das ist jetzt so wie so ein bisschen Urlaub fürs Gehirn einfach, weißt du? Das stimmt. Und dann haben wir reingesuchtet in Legion und haben da dieses Artefakt-Grind-Shit gemacht, also wirklich diesen Artefakt-Grind, der war so hardcore. Und wir haben einfach so gesuchtet Tag und Nacht mit ein paar Leuten im Teamspeak und so. Und es war so nice. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Legion, die ersten Monate von Legion waren richtig nice und ich muss sagen, Legion hat auch also Legion hat sich als Addon auch wirklich für finde mich ich auch gut, ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Sehr gutes Addon auf jeden Fall entpuppt und deswegen, weil in Legion so viel Gutes passiert ist und freut die so viel richtig so, gemacht haben, natürlich sind auch viele Sachen, die jetzt blöd waren, sowas wie hier Legendaries, wo man sollte sagen, das ist kacke und so, aber Legion hat so viel Gutes, allein dieses Mystic Plus Ding. Ich glaube, Battle for Azeroth wird nochmal eine Schippe drauflegen, weil die werden so viel aus diesen Mystic Plus Erfahrungen gelernt haben. Mm, hoffe ich mal. Und daraus werden die richtig. Und das wird so nice. Es wird so nice. Ey, ich freue mich da so hart drauf. Also ich fand das halt, ich finde das halt diese, wo du es gerade gesagt hast, diese Erinnerung an die alte Zeit, nenne ich es mal so. Ich fand das so geil. Wir mit Bonjour gestartet sind, haben wir halt überlegt, ob was wir halt so spielen können für Spiele. Und da hat halt so der Niklas hier. Oh Gott, hat halt der Niklas hier, einer auch der Gründer von Bonjour, also der Honor, hat dann so gesagt, oh ja, was können wir denn spielen? Und dann hat dann der Matteo vorgeschlagen, spiel doch World of Warcraft. Und ich direkt, ja, voll geil. Und eigentlich wollten wir halt kein WoW spielen, weil irgendwie, keine Ahnung, das bei Niklas, er halt auch früher super krass graded, auch Klassikzeiten und immer so mega Progress und so. Und du hast halt sofort gemerkt, wie er sich so dermaßen auf die Sachen gefreut hat. Wie er sich so auf die Sachen freut. Ich glaube, das sind halt alles so diese Erinnerungen, dieses Leveln, diese Boss-Mechaniken, das ist einfach ein geiles Gefühl. Und ich glaube, das kann man auch nur irgendwie verstehen, wenn man teilweise so tief in diesem Spiel drinsteckt. Irgendwie, das ist halt, keine Ahnung. Aber ich weiß, was du meinst. Also diese neue Add-ons sind halt einfach teilweise so alles neue Leben, dann passieren neue Sachen, du musst erstmal rausfinden, wie was funktioniert und so. Und ja. Ja, sehe ich absolut genauso. Aki in meinem Chat hat gerade geschrieben, es ist eine Zuschauerin, die so WoW-Zeichnungen macht, also sie zeichnet so Nachtelfen und so, also auch ein krasses WoW-Fangirl und so. Und sie hat gerade geschrieben, ich als Girl freue mich total auf die Pferdeshows im neuen Gebiet. Pferdeshows? Was für Pferdeshows? Ich habe da noch nie was von gehört. Aki, erzähl mal bitte, was es mit Pferdeshows auf sich hat. Was laberst du bitte? Pferdeshows? Was für Pferdeshows?
Kannst du dann, ist das wie neue Pokémon oder was? So Stardew Valley Pokémon? Also, ich weiß echt nicht, was die Pferdeshows meint, aber das würde ich gerne mal, das würde ich gerne mal wissen. Pferdeshows? Was für Pferdeshows? Naja, aber keine Ahnung. Ich meine, auch das, was wir gerade hier machen, ne? Es ist jetzt zwar einfach nur Leveln, aber dadurch, dass es skaliert wurde und so, es ist einfach so entspannt. Ich kann bei WoW so krass abschalten. Ich schütte gerade dauerhaft so richtige Glücksgefühle aus. So, ich bin richtig happy gerade. Einfach. Es macht mir so viel Spaß, mit dir hier einfach so zu quatschen und das Spiel hier zu zocken. Ja, das ist einfach, nur entspannt, gechillt und nice. Ja, also, und ich freue mich richtig, dass du gefragt hast, ob wir zusammen spielen. Oh, Simoms, wenn du wüsstest, es kommen so krass viele Pferde neu ins Game. Es wird Pferdeshows geben. Was? Mit Punkten erfolgen. Was? What? Nein, ey. Oh, ja, sowas finde ich halt, weiß ich nicht. Ist okay, aber ich würde es jetzt nicht spielen. So, also das ist halt. Bei dir ist, Simon, bei mir ist das halt immer so, mir macht das Spiel Spaß, wenn ich irgendwo drin besser bin als die anderen. Ist das bei dir auch so oder ist es dir nicht so wichtig? Ja, du hast Angst, dass du meine Pferdeschuss einfach verkackst, du Noob. Ja, du genau. Pferdeschuss-Noob, du. Genau, deswegen spiele ich, Was für Pferdeschuss? Oh mein Gott, da bin ich auch mal gespannt. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde Pferde in WoW, das ist so ein Mount, was mich gar nicht antörnt. Also ich finde Raptoren geil und alles, aber Pferde. Also, das sind halt Pferde. Aber ich muss aber sagen, ich finde mittlerweile echt die Allianz-Seite deutlich erträglicher. Ich hatte damals eine richtige Abneigung gegen Allianz. Und jetzt, wo ich die Iron Challenge gemacht habe, so ein bisschen aufs Allianz-Gebieten gespielt habe, finde ich die auch ganz cool. Ich habe ja, weißt du, warum ich die Allianz, also jetzt, ne, tut mir leid an Allianz-Spieler, die jetzt gerade zuschauen oder zuhören, warum ich die Allianz echt nicht mag. Ich habe ja die, während wir unsere Bonjvalan hatten, habe ich ja die, Looten Morgen gemacht, also habe immer einen Allianzler gespielt, also einen Allianzgenom, der die Allianz von innen verwandert hat und damit den König vergiftet hat, also ein bisschen Roleplay gemacht, so bla bla bla. Ja. Und ich habe halt gemerkt, wie absolut gemein die Allianzer sind, durch deren Storylore, durch deren, keine Ahnung, das ist halt alles komplett, es geht halt da komplett den Bach runter und auch die Spieler, die ich da kennengelernt habe, die waren alle sehr nervig irgendwie, keine Ahnung. Und du scheiß Ali-Hater. Ja, das ist halt, es hat nichts mit, doch, es hat schon mit Hate zu tun, aber man muss halt zu Battle for Azeroth, muss man halt eine Position beziehen und meines. Ja, man muss eine Position ergreifen, ist einfach so. Und ich bin halt Horde, sorry. Ja, die Horde gegen die Allianz, da freue ich mich ja genauso drauf, dass das so ein großes Thema wieder wird. Horde gegen Allianz, dass da so Intrigen sind. Ja, ja, genau. Die Allianz übernimmt Lordaeron und die Horde brennt da Nassus nieder. Wie geil wird denn das? Oh mein Gott, die Horde brennt einfach den. Die Horde endlich. Brennt da Nassus nieder? Ja, das ist das. Wie krank ist das? Ey, das ist einfach das Beste. Endlich diese Nachtelfen, diese Baumkuschler, ja. Kam endlich. Alter. Ja, ich freue mich einfach. Ja, und ich freue mich so auf die Talari-Trolle. Also wirklich, ich bin so hyped und weißt du, wo ich mich doch mehr drauf freuen würde? Auf wenn mich? Irgendwann diese Achso. Blut, wenn diese Bluttrolle irgendwann auch als Playable Race rauskommen. Die Bluttrolle sind jetzt, ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen geguckt hast, so Battle for Azeroth, eine von den Gegner, von der Gegnersorte, das sind so Bluttrolle, ne? Die sehen so cool aus. Oh mein Gott, die haben so Knochenrüstungen und die haben so blutgetränkte Füße und Arme und die sehen sowas von geil aus, wirklich. Also diese Bluttrolle. Ja, das kommt bestimmt später als Paid Content. Keine Panik. Also die Bluttrolle. Also, wenn ich so einen Bluttroll spielen könnte, wäre mein Leben perfekt. Weil ich liebe Trolle. Dann wäre mein Leben perfekt. Ja, also Bluttrolle, oh mein Gott, das wäre so nice. Also, ich werde auf jeden Fall, höchstwahrscheinlich, außer ich verliebe mich jetzt in den Warlock mit dem Endgame-Content, werde ich höchstwahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich zu 80% werde ich Rogue spielen. Nice. Wieso hast du jetzt keinen Rogue erstellt? Weil ich Warlock testen wollte. Ich wollte mal was anderes machen. Ah. Also ich habe ja schon einen Rogue auf Max. Ah ja, ein Schluck. Ja, und, ja. Und deswegen macht das irgendwie nicht so Sinn. Ah, okay, cool. Genau, derjenige, der da bei uns hier so ohne Punkt und Komma redet, ist der Simon, der gerade sehr, sehr gehypt ist wegen Battle for Azeroth. Entschuldigung. Das ist vollkommen okay. Das ist ja, ich finde es sehr amüsant und süß, wie du dich darüber freust. Es freut mich mit, ja, also ich freue mich damit. Ich wollte nur nachvollziehen, warum du dich so freust, weil bei mir ist der Hype noch nicht so angekommen, wenn ich ehrlich bin. Aber guck doch mal. Ja, aber guck doch mal. Und dann auf der alten Welt spielt das wieder. Ich freue mich so, es spielt auf der alten Welt Alimdor und Kalimdor und östliche Königreiche plus in der Mitte noch diese neuen Inseln, Kul'Tiras. Und Zandala, Alter, wie stark wird das bitte? Ja, es wird viel zu stark. Es wird viel zu stark. Ich stelle mir schon vor, wie die Daily Quests werden. Jetzt in Legion ist ja so, Daily Quests hier, Daily Quests da. Da werden die Daily Quests wahrscheinlich sein, so und so viel
Allies töten und sowas. Keine Ahnung, vielleicht wird es so. Es wird ja auch ein neues PvP-System geben. Neues echt? PvP- und PvE-System. Okay, ja, es ist egal, ob du auf dem PvP-Server oder auf dem PvE-Server. Aber du kannst einfach aktivieren, ne? Ja, ja, ja. Du kannst aktivieren und das bringt dir diesmal auch was. Wenn du PvP spielst, kriegst du besondere Boni. Aber du brauchst natürlich auch länger für bestimmte Sachen, weil du kannst natürlich getötet werden und so. Ganz kurz, sollen wir rausgehen oder nochmal anmelden? Nee, lass nochmal. Die Gruppe war cool irgendwie. Okay. Es hat jemand abgewählt. Mach nochmal. Ah, nee, es hat jemand abgewählt. Aber vielleicht. Der Tank war super. Der Tank war super, und der Heiler auch, ja. Ja, da bleiben wir drin. So, geil. Oh, jawohl, es geht direkt los wieder. Nice. Ja. Und die, genau, und die beste. Also, oh, schade, die Instanz, schade. Aber ich werde auf jeden Fall, also Zandalar-Trolle würde ich als Rogue definitiv spielen, weil das ist halt richtig cool. Was cool ist in der Tasche drin? Oh ja. Wenn die Zandalari-Trolle Mönch sein können, dann würde ich, also wenn die Mönch sein können, würde ich mich so freuen. Aber bis warum jetzt nicht? Kann jede Klasse im ganzen Spiel Mönch sein, deswegen glaube ich schon, dass die Mönch sein können. Weil Mönch ist so eine Klasse, die kann irgendwie jeder sein, habe ich das Gefühl. Aber wann bekommt denn eigentlich hier Destro AOE-Fähigkeiten? Also am Anfang ist es einfach, ist Quatsch, ich werde jetzt nicht wechseln, ich bleibe so Afli. Einmal Afli, immer Afli. Wann habe ich denn Seed of Corruption? Ach, Worgen und Goblins können keine Monks sein? Oh, krass. Was? LOL! Was war das denn? Bei mir wurde gerade auf einmal, hä? Ich bin im Game und krieg auf einmal die Collector's Edition freigeschaltet. Danke. Ach, du hast gerade die Collector's Edition bekommen? Hä? Nice. Aber im Game, was war das denn? Hat das einer gesehen? Ja, weil Blizzard dir das gerade quasi freigeschaltet hat. Okay, danke schön, Blizzard, für keine Ahnung, was das ist. Das war ja mega random. Also habe ich noch nie erlebt. Im Spiel Streamer-Bonus. Ja, weil die es gerade freigestellt haben. Cool. Mega, ja, hier. Glided Raptor. Ist das auch die Raptor? Ja, endlich. Jetzt bin ich auch so cool. Was habe ich denn noch alles bekommen? Ich weiß es gar nicht. Dankeschön. Ja, noch so ein kleines Turtle-Pad. Cool. Rigged, LOLGZ. Ja, vielen Dank. Aufs Geschenk drücken. Ja, jetzt habe ich so einen Raptor. Mega nice. Ich hab jetzt Touch of Death. Ich weiß nicht mehr, wie das genau funktioniert. Achso, das ist, wenn der muss halt weniger oder gleich viel deine HP haben, dann kannst du es drücken und dann, ja. Das ist halt sehr, sehr stark. Da gibt es auch ein Dings für, dass du mehr prozentual mehr Schaden machst und so. Blablabla. Nee, Touch of Death macht auch was anderes. Mittlerweile, es wurde geändert. Ich habe gerade geschrieben, war 100% ein Zuschauer. Nee, Zuschauer können nicht in meinen Battle.net-Account die digitale Collector's Edition freischalten. Ich glaube nicht, dass sie das können. Hol Tottel raus, das Pad. Okay, mache ich. Nur weil mit Level 30 Flammenstund laufen, lol, schreibt jemand im Chat. Ja, das wurde ja jetzt geändert. Man kann ja jetzt Flammenstund bis Level 60 gehen. Weil alle Instanzen sind jetzt angepasst. Oh, was ist das denn für ein hässliches Tier? Egal. Da. Was haben wir für ein Level? 32. Nice. Oh Gott, der ist echt süß. Das ist so ein kleiner Turtle-Baby, ne? Mhm. Das ist einer von den neuen NPCs. Diese Tortulio oder wie die heißen. I don't know. Hässlich? Ja, okay, ist sehr süß. Entschuldigung. Shiggy, genau. Hast du eigentlich Pokémon gespielt? Natürlich habe ich Pokémon gespielt. Jens, was fragst du? Ja, Entschuldigung. Hast du mein Tattoo auf meinem Arm nicht gesehen? Ja, ich untersuche dich doch nicht, während du schläfst. Hör, was? Das hast du letztens gemacht. Ja, ich weiß. Als ich dann aufgewacht bin und dann lagst du nackt über mich gebeugt. Das ist aber normal. Jens, was hast du vor? Dann sage ich dir. Achso, ja. Na, das ist aber normal. Ich habe innen geschlafen, halt. So mit so einem Finger auf deinem Mund. Alles gut. Alles gut. Pokémon war meine Kindheit. Ja, schön. Nee, ich habe Pokémon richtig geliebt. Hast du die blaue oder die rote Edition? Ich hatte die rote. Ich hatte die blaue. Bah. Ich hatte die blaue Edition, ich hatte ein Pikachu Level 100. Boah, was? Donnerstag so Raichu entwickelt hat. Ja. Nicht schlecht. Aber bevor es diese ganze Missing No Cheater Scheiße gab, habe damit alle meine Freunde im Linkkabel im Duell einfach nur fertig gemacht. Ich weiß noch, dass so ein anderer Typ auf unserer Schule einen Turtok hatte. Oh, Level, den hatte ich auch. Und ich habe mit meinem Raichu Level 100 habe ich einfach mit einer einzigen Attacke gewonnen. Das ist halt natürlich sehr effektiver als Kind, was aber damals was Krasses, weißt du? Wir waren unter 10 Jahre oder so, als ich dieses Spiel gespielt habe. Ich konnte nicht mal lesen, was ich habe das Spiel, glaube ich, auf Englisch eingestellt versehentlich. Ich konnte nicht mal verstanden, was da abgeht.
Seitdem kannst du perfekt Englisch. Ja, natürlich. Einmal Donner und dann war es das. Das war cringe, Junge. Nein, das war nicht cringe, Leute. Das ist über Pokémon reden. Ich finde, Pokémon ist halt ein extrem krasser Teil unserer Kindheit. Ach so. Nee, dass du nackt über mir lagst. Ach so. Cringe. Ja, mein Gott. Frag mal Matteo, was der mal durchmachen muss. Wahrscheinlich meinte Simon, du konntest nicht lesen. Nicht lesen. Also, wie alt warst du da? 10? Ja, weiß ich nicht. Berührung des Todes wurde geändert. Es ist ein Dot. Du machst ihn drauf, es ist ein Dot. Und er macht 50% deines Lebens an Schaden. Das ist ja auch nicht schlecht. Innerhalb von 8 Sekunden. Gibt es hier Pokémon Go-Spieler? Ich habe es halt sehr exzessiv gespielt und habe dann aufgehört. Ja, Pokémon Go habe ich die ersten 3 Wochen auch so richtig reingesuchtet und dann habe ich aufgehört auch direkt. Doch, Dollar. Ich glaube, ich war viel jünger als 8 oder 10. Ich glaube, ich war gerade... Ich wollte sagen, das ist doch voll ewig her. Also ich war da... Ich war gerade in der Grundschule, 1. Klasse oder so. Ich war da, warte. Kann es sein? Ja, das kommt eher hin, weil ich war da... Oh Gott, ich bin fast in die Lava reingelaufen. Ich war da, glaube ich, 11? Wann ist das rausgekommen? Für den Gameboy. Jetzt kommt mein Damage. Oh mein Gott, guckt euch diesen Damage an. Oh, Chocgüsel. Das ist echt ganz schön OP. Na gut. Aber ich habe auch... lieber Chat, habt ihr eine Alternative zu Afli auf zum Leveln? Nee, ne? Eigentlich sehe Afli gar nicht scheiße. Wenn ich jetzt auf den hier nämlich gehe. Guten Tag, Jigsaw, hallo. Destro. Afli beste, Destro ist am besten zum Leveln. Ja, ich spiele einfach das, was du... was dein Herz dir sagt. Worauf du Spaß hast. Genau. Oh, man kennt das Ragnarok online. Das ist ein MMO. Ich kenne das, habe ich allerdings nie gespielt. Aber das habe ich, als ich damals in der 5. Klasse war, hat ein guter Freund von mir das immer gespielt. Jeden Tag. Und ich habe es nie gespielt. Genau, Pokémon kam 96 raus, wo mir gerade gesagt. Da war ja, ich 11. Genau in der 8. Klasse. Ja. Ja, ich bin nämlich 90 geboren. Ja, da war ich nämlich gerade 6 Jahre alt. Deswegen konntest du nicht lesen. Oder nee, war ich noch nicht bei der Schule. Weil ich bin erst mit 7 eingeschult worden, weil ich im August Geburtstag habe. Ja, ich bin erst mit 7 eingestellt worden. Also kurz bevor ich 7 geworden bin. Das heißt, ich war nicht in der Grundschule und habe dann Pokémon gespielt. Deswegen konnte ich nicht lesen. Okay. Da habe ich das Spiel doch auf Deutsch gespielt. Ich habe mich gerade gewundert, wieso habe ich das nicht. Warum konntest du nicht lesen? So, warum konntest du in deiner Kindheit nicht lesen? Warum konnte ich nicht lesen? Ja, weil ich noch nicht in der Grundschule war. Ja. Ich habe damals schon Goethe rezitiert mit 6 Jahren. Hab's aber verlernt. Von wann bist du? Bist du von 86 oder von 85. Bist du von 85, Alter. Ja, wortwörtlich. Krass. Wann hast du Geburtstag? Am 9. Mai. Am 9. Mai, kann ich mir nicht merken. Ja, ist schade. Erinnere mich noch mal vorher dran. Ja, ich habe Geburtstag, gib mir ein Geschenk. Ich feiere ja gar keine Geburtstage und gar keine Feste, ne? Ich auch nicht. Also das Einzige, was ich, also echt, ich bin, also mit der Familie vielleicht so ein bisschen, aber es ist halt eher so, keine Ahnung. Ja, manchmal ist es schön, aber manchmal, ich finde halt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Wieso könnt ihr schon die Subraces spielen? Weil die seit gestern im Spiel sind. Weil seit man das Battle for Azeroth vorbestellen kann, kann man die spielen. Ich bin ein Was war Tipp? Unstable Affliction nutzen bei Bosskämpfen längeren macht mehr Damage. Achso, ja, das ist mir schon... Das mache ich ja. Also ich bin so ein krasser Monk, Alter. Es fehlt halt der Burst Damage. Damage. Ja, aber die Bosse leben so lange, da ist der Burst nämlich relativ egal eigentlich. Nee. Du müsstest über die Zeit eigentlich rausholen. Bei dir fehlt jeglicher Damage, du kleiner Kacknoob. Ich kann da nichts machen. Wann gebe ich denn? Warte mal kurz. Spaß. Lass uns der Instanz raus. Wir machen jetzt weiter Quests. Mhm. Okay? Mhm. Okay, wir müssen die ganzen Quests abgeben. Wir müssen eigentlich schon wieder in die Werbung. Sollen wir einmal kurz mal in die Werbung? Schon wieder 16 Uhr übrigens. Oh, eine kleine Pause? Ja. Oder sollen wir ganz kurz die Quests noch abgeben? Weil, wir müssen erst die Quests fertig machen und danach können wir die alle abgeben. Nee, wir haben noch 2. Es fehlen noch 2. Ja gut, dann lass die das kurz machen. Ja. Dann lass die hier. Hier diesen Hirsch. Nee, Hirsch heiß ich.
Den auch noch. So, 9 von 10. Und 10 von 10. So, so und 10 von 10. Team, jetzt machen wir die kurz hier platt einmal. Au, oh, die explodieren. Und dann... Boah, wir haben alle Quests dann, fertig. Ja, oh. Deswegen meine ich ja. Deswegen gehen wir jetzt erst ab, oh. ab und dann gehen wir in der Stadt. Dann gehen wir in der Stadt in die Pause. Ja, das wird so geil werden. Ich liebe es, wenn man so 15 Quests gleichzeitig abgeben kann, ne? Wie bekommt man eigentlich Reittiere WoW? Ich werde da immer so neidisch, lol. Bester Kommentar. Guck mal hier, das Mount ist richtig nice. Also der Raptor. Welches? Der Raptor der ist grüne? Ja echt, ey, beide mit dem grünen Raptor reinbringen. Ja, warte. Das ist, glaube ich, echt eins der hübschesten Mounts, die ich je bis jetzt in WoW gesehen habe. Glaub mir, es werden noch viel hübschere rein rauskommen, Battlefield. Also das ganze Spiel wird so von der Stilistik so ein bisschen geiler. Die ganzen Gegner sehen auch so nice aus. Boah, wie cool wir sind hier mit unseren Raptoren. Ja. Oder ist ein Hortler. Jockelein. Ach, da ist ja Jockelein. Hallo Jockelein. Ach guck mal, Jockelein ist Level 100er. Schon. Bist du Level 100er Taucher? Nee, ganz normaler Taucher. Ah, okay. Ich dachte, er wäre vielleicht ein Hochberg-Taucher. Das wäre sehr schnell gewesen. Ja, aber hochboosten geht ja. Auf 100? Na stimmt, 100er Boost muss man auch über haben, ne? Mhm. So. Wie kann man nur so gehypt sein? Oh, mein Gott, lasst uns doch freuen. Lasst uns doch den Spaß. Ihr habt doch auch Sachen, woran ihr euch erfreut. Wenn wir uns an diesen Spiel erfreuen, da werde ich wütend. Jetzt ist ihm auch gehypt, aber BFA wird dann einfach wie WoD. RIP. Schreibt ihr. Der Raptor ist aus der Digital Collector's Edition. Oh mein Gott, holy, what the hell is this? Das will ich einmal sehen, wie die alle sterben. Ja, kann der Viewset right, Magruta. Genau, einer sagt, ich bin froh, dass das Thema Dämonen nun erstmal in Anführungsstrichen abgehakt ist. So langsam war es man da doch leid. Ja, die Dämonen wurde auch ein bisschen zu viel, das stimmt, das stimmt. Oh, das ist eine ganz schön große Explosion. Ja, voll die gewesen. Atomexplosion hier, krass. Ja, ich drück weg. Das würde ich mich angucken, das ist mir zu viel Leid und ja. Zu viel Trauer. Ich muss nur kurz ein paar Sachen verkaufen hier. Level up. Level up, level up. Level up, level up. Get set. Ich glaube, ich try mal. Hier Dingsbums. Du bist doch Destromat. Ja. Ich will Endgame auf jeden Fall Dings machen, aber ich finde halt, Destro spielt sich halt so langsam irgendwie. Destro ist momentan im PvP, glaube ich, auch stärker. Ja, also in Arena. Interessiert mich. Also, ja, okay. Aber wie ich das gelesen habe, ich bin mir aber nicht sicher. Gibt auch tatsächlich eine gute Kombo zwischen Destro und. Spielmonk? WW-Monk. Ja, WW-Monk. Also, aber da fehlt noch ein Heiler. Ich weiß nicht, welcher Heiler. Holy Disty Priest oder so. Ja. Ich glaube, Shami ist auch immer gut. So eine Druid. Eigentlich sind alle Heiler aktuell gut. Außer. Aller. So, wir haben alle Quests abgegeben. Wo kann ich doch hier umspecken, ne? War das hier direkt? So, ich try jetzt für die Community Destro. Zack. Boah, wir haben schon fast wieder ein Level. So. Gehen wir kurz in die Pause oder was? Ja, warte. Wir machen eine kurze, ich hau mir jetzt ein Butterbrot und schmeiß mir das ins Gesicht, Pause. Und danach geht's weiter mit mehr Spaß in World of Warcraft mit Simon und... Ja, sag eine Zeit, 3 Minuten ungefähr? 4 Minuten, 5 Minuten? 5 Minuten. 5 Minuten Pause. Jo, bis gleich. Bis gleich. 5 Minuten sind wir wieder da.